Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Rot. Nun ist es Folge 45. Diesmal habe ich extra nochmal vorher geguckt, damit ich nicht wieder falsch liege. Ja, was haben wir in den letzten Folgen gemacht? In der letzten Folge, ist ja schon was her, haben wir uns mit Pyro gekloppt, quasi den 7. Arenenleiter. Somit haben wir jetzt auch 7 Orden. 7 Orden. Und ich wollte jetzt anfangen, quasi den letzten Orden zu holen. Den letzten Orden, ja, den werden wir uns auf jeden Fall jetzt schnappen. Da werde ich meinen Kadabra nach vorne packen. Und erstmal nochmal gucken, dass ich so ein oder anderen Sachen jetzt auf den Computer drin speichere. Jetzt habe ich gerade kurzfristig wieder eine andere Steuerung drin, als die, die es jetzt hier bei dem Pokémon ist. Ja, ablegen. Und dann der Fragezeichenöffner, der von der Zinnoberinsel für die Arena, für den 7. Orden, den brauchen wir nicht mehr. Der wird auch im Rest des Spiels jetzt nicht mehr benutzt. Der war nur dazu da, um ja, für den 7. Orden, die 7. Arena da, die Türen aufzumachen. Ansonsten wird er zukünftig jetzt, ja, nicht mehr gebraucht. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt einfach eine Runde fliegen. Tauboga fliegen und ab nach Vertania City, dort wo wir jetzt unseren nächsten Orden herkriegen. Und den nächsten Orden, den holen wir uns jetzt. Machen wir uns dann ganz einfach. Deswegen habe ich Kadabra nach oben gemacht, weil der natürlich effektiv hier ist. So, Vertania City, ganz am Anfang waren wir hier. Das ist ja die zweite Stadt quasi nach unserer Heimatstadt Alabastia. Kommen wir nach Vertania City. Danach kommt ja das mit den Käfern, Vertania-Wald und. Ganz am Anfang haben wir hier gestanden und dann ja, wurden wir da einfach nicht reingelassen. Ist quasi die erste Arena, die wir hätten bestreiten können, aber das Spiel oder die Spielemacher haben einfach gesagt, nö, wartet bis zum 8. Orden. Ja, und das haben wir ja jetzt auch getan. Der Arenenleiter von Vertania City ist zurück. Das hat der mir jetzt auch nochmal schnell bestätigt. So. Hey, warte, du Champion in Spe, nicht einmal ich kenne die Identität des Arenaleiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arenaleitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier wieder dieses komische Zeugs, wo man überall ja, sich hinporten muss. Wo ich immer einen Anfall kriege, weil ich das nicht so gerne mag. Was aber egal ist. Ich werde jetzt einfach unten anfangen. Ich gehe jetzt einfach unten mal lang. Und laufe da einfach mal eine Runde rum. Lass mich auch direkt von einem angreifen. Allein dein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Mein oder dein Anblick? Jetzt habe ich zu schnell wieder weggeskippt. Ihr habt es ja wahrscheinlich gelesen. Mein, dein. Eigentlich wäre ja mein Anblick in dem Hinsicht dann schlauer gewesen. Aber nun gut, wegen ein M oder ein D müssen wir das ja jetzt nicht vertiefen, denke ich. So, das war schon mal der erste. Jetzt kommt noch ein Tauros hinterher. Das wollte ich ja auch gerne haben aus der Safari-Zone. Aber ist halt leider schwer zu fangen und schwer zu kriegen, das Tauros, weil die Auftauchrate, die ist halt relativ gering, leider. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sagen wir es mal so. Kadabra leicht erreicht. Level 44, das ist doch schön. Dompteur. Sie kringeln sich vor Lachen. Nein. Ja, erst große Töne spucken. Und dann kriegen sie nichts auf die Palette. Das sind immer die richtigen, ne? So, jetzt greife ich den auch an. Das heißt, wir können hier direkt wieder rechts rumgehen.
gleich. Ja. Um wieder zum Anfang zu gelangen. Und dann ist der untere Weg quasi, den ich zuerst genommen habe, dann direkt beendet. So gesehen. Ja. Also ich habe das jetzt extra nicht vorgelesen. Weil, ja. Ich glaube, ich habe bisher so gut wie alles vorgelesen. Irgendwann habe ich es auf jeden Fall angefangen. Mit dem Vorlesen und... Ja. Au. Muss man eigentlich auch nicht vorlesen, sowas. Sowas könnt ihr dann euch quasi selber angucken. So, hier gehe ich jetzt mal hoch und greife den noch an. Die Arenahalle von Vertania City war lange Zeit geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. Na, hier können wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. Aber egal wie, ich werde wahrscheinlich mit Kadabra alles durchrotzen. Weil das halt einfach vom Grundprinzip her halt am schlauesten ist. Wenn man jetzt halt einfach so ist sehr effektiv gegen Boden halt einfach Psycho-Pokémon benutzt. Und daher bleibe ich jetzt erstmal dabei. Später kriegen die anderen Pokémon auch nochmal ein bisschen was von den Leveln ab. Dann passt das schon. Mausi besiegt Trainer. Ich wurde besiegt. Und nochmal ein bisschen Kohle. Kohle können wir gebrauchen, weil wir nämlich bald noch ja, einige Pokémons fangen wollen. Also ich will noch einige fangen. Und damit ich das auch machen kann, brauche ich noch ein bisschen Geld. So, ich gehe jetzt erstmal hier dieses schöne Item mitnehmen. Beleber gefunden. Immer sehr nett. So, entweder gehe ich jetzt nach oben. Ich gehe erstmal nach oben, weil das nur einer. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Und dann gehe ich unten nochmal lang. Rein theoretisch könnte man die Arena natürlich auch wieder verkürzen, indem man nicht gegen alle kämpft, so wie ich. Aber ich nehme halt die Erfahrungspunkte immer gern mit. So, Zystrahl. Reicht ja anscheinend noch, um die One-Hit zu machen. Muss man ja nicht andere Attacken nutzen. Und schon Level 45. Ich habe den Halt verloren, sagt er. Und gib mir noch ein bisschen Kohle, das ist immer nett. So, da oben ist einer zum Kämpfen, hier unten sind gleich drei. Die drei nehmen wir nämlich auch direkt mit. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Nicht wirklich, mein Kadabra hat noch nicht einen Kratzer abgekriegt. Aber wenn er wohl meint, gern geht mir halt die Luft aus. Ich denke mal, der Pokémon-Trainer, der will eher ein bisschen was essen oder trinken. Anstatt, dass ihm die Luft ausgeht oder so. Noch ein Diktri hinterher, machen wir es auch wieder schön mit Kadabra. Na, mit Glück kriegen wir den noch auf 47. Auf Level 47, auf Level 48 vielleicht sogar noch. Müssen wir abwarten, weil hier gibt es halt über 1000 Erfahrungspunkte, das ist halt schon viel. Mir gehen die Pokémon aus, ja. Mir geht die Luft aus und dem gehen die Pokémon aus. Irgendjemand macht was falsch. Kai, mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Kiai, ja, dann machen wir. So, Kadabra wieder macht dann erstmal Zystrahl, weil wir davon noch genug haben. Ich kann natürlich auch das andere nehmen, wo wir noch fast 25 APs von haben, aber ich mache jetzt erstmal den, weil der geht halt auf jeden Fall One-Hit dann die gegnerischen Pokémons quasi damit und dann läuft das schon. Zystrahl. Und Mashok ist auch weg. Sehr schön. Wieder 1200 Erfahrungspunkte. Läuft definitiv. Meister, verzeih mir.
Da, wo man auf jeden Fall immer gut leveln kann, das ist später die Top 4. Da lohnt sich das Leveln auf jeden Fall, wenn man da halt auch viel Erfahrungspunkte und sowas kriegt. Ich bilde mit meinem Pokémon eine Einheit wie Yin und Yang. Yin und Yang. K. Mit G, genau. Yin und Yang. Nicht mit K. So, dann gucke ich mal, ob Konfusion auch One-Hit macht, aber ich glaube nicht. Doch, Konfusion reicht sogar auch dickend aus. Dann nehmen wir doch erstmal Konfusion. Und schon hat Kadabra Level 46. Ja, ich habe es bevorzugt bisher, ne? Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Aber auch hart dafür gekämpft. So, haben wir hier ein verstecktes Item? Nö, gibt es hier nicht. Gibt hier keine versteckten Items. So, jetzt kann ich hier lang gehen, um dann gleich wieder außenrum gehen zu müssen, weil der mir jetzt den Weg blockiert. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle dein Schicksal. Na dann, mach das mal. Schwarzgurt möchte kämpfen und nimmt einen Mashok. Kadabra. Mach doch bitte einfach nochmal Konfusion. Da haben wir ja gesehen, das reicht. Na, sind auch fast Level, 10 Level Unterschied. Da würde es traurig sein, wenn es nicht gehen würde. Sagen wir es mal so. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Und Konfusion. Sehr schön. Und ein Mashok noch hinterher, der wird auch mit einem Schlag einfach down gemacht und dann, jo, läuft. Würde ich mal so sagen. Sehr schön, hat funktioniert. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg außen rum. Ah, Schreiter. Weil der mich jetzt da oben blockiert. Ja, heilen muss ich Gott sei Dank mich nicht. Ich habe jetzt keine Lust, mich hier so zu drehen. Und dann nimmt er das nach rechts nicht an. Ich hatte nach rechts gedrückt, aber er hat es nicht angenommen. So, jetzt hat er es wieder nicht angenommen gerade, mit dem Rechtsgehen. Aber nun gut, jetzt bin ich ja endlich da drüben, wo ich hin will. So. Ja, hier geht's weiter. Und da oben ist schon unser Arenenleiter, der achte. Hahaha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Also, der letzte Orden ist Giovanni, der böse Anführer des Team Rockets. Ja, wer hätte das gedacht? Dass der böse Schuft uns noch einmal über den Weg läuft, nachdem wir den schon ein paar Mal ordentlich eins reingewürgt haben. Ja, hier muss ich wohl ein bisschen mehr wie Konfusion anwenden. Da werde ich jetzt gleich mal gucken, was ich da jetzt mache. So, der hat nur 5 Pokémon, aber das sind halt alles Boden- und Giftdinger. Und ja, die machen halt schon gut Schaden, wenn sie dann mal an den Start kommen. Also wenn sie dann Schaden machen dürfen und ich sie nicht mit Kadabra von Hit machen würde, das würde schon gut Aua machen. Es kommt noch ein Nidoqueen hinterher. Psychikinese. Aber es läuft alles noch. Und Level 47. Sehr schön. Ja, 47 haben wir gesagt. 47 wird er auf jeden Fall noch. 48 könnte jetzt schwer werden mit den 2 Pokémons. Aber Level 47 reicht ja auch völlig aus. Mehr muss man ja auch nicht haben. So, Attacke ist sehr effektiv. Wurde besiegt. Und ein Rizeros noch zum Schluss.
Ja, also seht ihr, wenn ihr am Anfang direkt bei der Nuggetbrücke euch ein Abra holt und dieses schön hochzieht, dann könnt ihr ordentlich weit kommen, auf jeden Fall. Oh, der ist jetzt nicht One-Hit gegangen, das ist mal selten. Also Kadabra ist selbst für die Top 4 einfach perfekt, also ein guter Damage-Maker definitiv, was Psycho-Pokémon angeht. Daher, ja, ist es mit mein Liebling quasi, oder es ist mein Liebling. So, Giovanni wurde besiegt. Ging ja schnell. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Ja, nun haben wir einen weiteren Orden bekommen. Und zwar den Erdorden. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainers dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in deine Pokémon-Liga-Abenteuer. Mausi erhält DM 27. Ist Geo-Frisur. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenenleiter war. Ja, das ist dann ja nun auch schon mal das Ende quasi. Wir haben Giovanni besiegt. Und ja, eigentlich hätte ich jetzt noch 3 Minuten Folge, die ich jetzt noch machen könnte. Aber ich mache heute mal eher Schluss. Ich habe ja einige Folgen schon gehabt, die ich in die Länge gezogen hatte. Diesmal mache ich hier 3 Minuten weniger quasi, um dann in der nächsten Folge mich der kompletten Zeit mit der Top 4 quasi widmen zu können. Weil dort wird es ja uns jetzt als nächstes hinschlagen, weil wir jetzt alle 8 Orden haben. Ich zeige euch die auch nochmal gleich. So, ihr könnt das ja immer schön nachschauen, wie viele Orden ihr habt. Ich habe einfach nochmal alles geheilt, alleine um die AP für Kadabra vollzukriegen. So, und zwar bei Mausi. Seht ihr jetzt unten, bei 8 haben wir jetzt auch einen Orden. Da war eben noch ein Fragezeichen mit so einem Schattenmännchen, das ist jetzt auch weg. Ja, am nächsten Mal muss ich auch gucken, dass ich auf jeden Fall nochmal aussortiere. Ich muss nochmal einige Items wegschmeißen und. Weil ich halt immer noch, überfüllt bin, auf dem Computer passt nichts mehr drauf und einige TMs, die brauche ich nicht mehr, die können ruhig weg und da ich ja eh bald durch bin und noch bisher, wenn ich das mal so zurückdenke, noch nicht wirklich Items genutzt habe. Ich habe so Beleber, ich glaube, ich habe nicht einen Beleber benutzt in meinem ganzen Let's Play jetzt. Vielleicht mal einen oder so, also ich kann mich da gerade nicht erinnern, dass ich Beleber benutzt habe oder halt auch Tränke. Ich habe halt einfach dieses OP-Team genommen und bin damit relativ gut durchgekommen. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme, wo ich 2-3 Mal komplett gestorben bin. Aber als ich dann Abra hatte und es weiter ging Richtung Garados, da hatte ich echt keine Probleme mehr gehabt. Seit da an ist nichts mehr mit Heilen oder mit Sterben. Dafür bin ich halt immer viel zu Pokémon-Centern gelaufen. Aber jetzt, wenn man dann Richtung nächste Folge denkt und dann bedenkt, man geht Top 4, da ist das mit Heilen und so, die ganzen Belieber und die Items, die ich alle gespart habe, die werden dann definitiv drauf gehen. Ja, nun genug gequatscht, nochmal zum Ende ein bisschen Smalltalk quasi und nochmal kleine Reviews mit da reingenommen. Alle 8 Orden sind durch. Ich bin mit der Folge jetzt quasi auch durch und bedanke mich natürlich wieder mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt, die Top 4 zu besiegen endgültig. Da wird es ein bisschen spannender. Tschüss und ich hoffe, bis zur nächsten Folge. Ciao!